Leute, was geht mal wieder ab, oder? Wie ihr da unten sehen könnt, haben wir es 23.36 Uhr und wir... Thomas. Und mein bester Freund Ronny Berger, den ich jetzt am Wochenende erstmals in Real Life kennenlernen durfte. Shakasha, Shakasha. Streamt gerade eine XL Overnight Survival Show. Also die sind in einem Wald und survivalen da und streamen das, okay? Die Location ist in der Nähe von Spandau. Ich brauche da ungefähr 20 Minuten hin. Ich habe Patrick angerufen und er meinte so, ja, wir machen das. Jo. Patrick? Ja? Hast du Bock in den Wald zu fahren? Ja. Ja? Ja. Dann komme ich gleich rum und wir fahren in den Wald zusammen, oder Patrick? Ja, dann machen wir das. Alles da, bis gleich, oder? Dann perfekt, bis gleich. Bis gleich, Mann. Perfekt. Wir werden uns jetzt also komplett schwarz kleiden, Taschenlampen-Equipment mitnehmen und dann fahren wir jetzt gleich in diesen Wald und stream-snipen Ronny Berger nachts im Wald, so dass er sich im besten Fall erschrecken tut, oder? Okay, also ich bin jetzt set. Ich habe jetzt All Black an und habe jetzt hier so eine wind- und wetterfeste Jacke, worin ich mich so verstecken kann. Patrick ist jetzt auf dem Weg und dann gehen wir jetzt los. Wir fahren da jetzt hin. Steig an. Oh fuck, du bist gar nicht schwarz gekleidet. Hast du es gesagt? Ja. Hast du mir nicht gesagt? Doch, ich habe eine schwarze Regenjacke dabei. Ja? Easy. Optimal, let's go. Ist das Standlicht? Oh, ja. Ich hatte die ganze Zeit nur Standlicht an. Ja. Ah, das ist ja spannend. Super. Hab nicht mal einen Blick an. Okay, also wir sind jetzt gleich da. Wir fahren hier im Wald mitten im Nirgendwo. Es ist links und rechts, es ist stockduster. Mach mal kurz Fernlicht aus. Okay, das ist creepy. Ja, wir laufen jetzt durch den dunklen Wald, ne? Ich habe aber meine Survival-Taschenlampe mit, die zeige ich euch gleich. Schaut unbedingt bei Papi vorbei. Danke. Digga, rechts von uns steht ein Auto, was an ist und da ist niemand drin. Das iPhone-Licht reicht nicht aus, aber Patrick hat zum Glück was mit. Ich habe meine Taschenlampe dabei, Freunde. Alter, das ist einfach eine mobile Softbox. Oh mein Gott. Das ist Licht, Digga. Wir gucken jetzt gerade nochmal nach, wo genau die sind. Ronny Bergen. Theo, was passiert hier? Also. Die kommen gerade, glaube ich, zurück. Ich glaube echt. Wir hören die da. Versteck dich, lass hinter dem... Wo verstecken wir uns? Warte mal, das war nicht meine Jacke an. Freunde, wir hören die ganze Zeit und wir wissen nicht, wo sie sind. Aber sie müssen hier direkt um die Ecke sein. Das ist auch Mucke die ganze Zeit. Aber das ist nicht von denen. Guck doch mal im Stream. Die laufen gerade. Okay, die kommen gerade, also die laufen gerade vom Berg wieder runter Richtung uns. Ich würde sagen, wir gehen echt mal an die ran. Aber die müssten uns eigentlich entgegenkommen. Das sind die. Das sind die. Man hat die gerade durch das Megafon reden hören. Ich glaube, da müssen wir echt hier. Man hört die ganz im Stream, wie man... Okay. Aber die Frage ist gerade, die ich mir stelle, laufen die uns gerade entgegen oder gehen die weg? Die laufen uns entgegen. Soll ich mal aus voller Seele schreien und das im Stream dann hören? Soll ich aus voller Seele schreien? Schrei mal kurz aus voller Seele. Okay, pass auf. Okay, Wasser. Ah! Ist mir egal. Ist mir egal. Okay. Also hinter uns sind gerade auch Leute lang gelaufen. Die haben uns aber nicht gecheckt. Das ist aber nicht Ronny gewesen. Vielleicht, lass uns oben vielleicht sonst einfach Leute fragen, ob die gesehen haben. Welche Richtung und so. Da hinten campen welche. Alles klar, irgendwo da hinten. Da hinten. Aber da hinten gibt es so einen Gang, wo man runtergehen kann und dann kann man, gehen die wahrscheinlich so oder so. Ja, die Leute haben uns gerade erzählt, dass in die Richtung geht irgendwann ein Weg nach links unten und da sind die wohl lang gegangen vor einiger Zeit. Das heißt, wir müssen quasi so laufen. Das heißt, wir müssen diesem Weg jetzt hier folgen und sobald wir aber in dieser Leere da irgendwo ein Licht sehen, wissen wir, das sind die. Ich bin wirklich fast viermal hingefahren, der Weg hier geht wirklich... Oh, was ist das denn, Alter? What the fuck? Es riecht hier auf jeden Fall nach Ronny. Ich glaube, wir sind gut on track gerade. Lass mal kurz lauschen, mal kurz. Nee. Also Ronny Berger ist genau wie wir gerade, nur mit so einem mobilen Fotolicht unterwegs. Das heißt, es wird schwer daran, jetzt irgendwas abzulesen. Und hier ist auch eine Gabelung. Ich glaube eher links. Ich glaube, wir müssen eher links lang. Ich glaube hier lang. Ich glaube hier lang. Also wir haben jetzt aus der Richtung gerade was reden hören. Es ist Stockduster. Links sind einfach so Zäune. Hier ist nichts. Okay, also wir sind an der Location vorbei, haben nichts gesehen. Ich pfeife. Nein, pfeifen ist für Tiere, glaube ich, krasser unlocking. Denkst du? Schrei einfach einmal ganz laut. Einmal laut pfeifen ist lauter. Okay. Scheiße, wir sind komplett falsch. Wir laufen zurück. Das ist so eine Scheiße, ey. Das kannst du keinem erzählen. Okay, wir sind komplett falsch. Das fühlt sich noch weirder jetzt an. Wir haben gerade eine heiße Spur bekommen. Papi hat gepfiffen und das hat man im Stream gehört. Das heißt, wir werden jetzt einfach in diese Richtung gehen und weiterhin in diese Richtung laufen und hoffen, dass wir gleich was hören. Und sobald wir was hören, machen wir... geht der Plan los quasi. Was ist der Plan? Oh, oh, was da ist das? Das ist ein Baumstamm. Also ich muss auch echt sagen, ohne das Licht hätten wir nichts machen können. Ja, safe. Wir müssen jetzt flüstern, wir hören Ronny Berger. Wir haben sie, die sind genau da. Wenn wir ganz leise sind, vielleicht hört man sie. Warte kurz. Das hat man selbst gehört. Wir gehen da jetzt hin, flüstern und geben euch ein Update. Einmal ganz kurz leise sein.
ihr nicht auch gerade was gehört? So ein bisschen so. Ich nicht. Wir wurden fast gesehen. Kann bitte einer die Kamera nehmen? Hm? Ich hab das auch ruhig weiter. Irgendwer vielleicht? Ja, echt? Hallo? Er meint auch, irgendwas läuft da rum. Haben wir von hier, oder? Ja. Jetzt werden wir erwischt. Aber welches Tier wird denn durch die Abstände laufen? Das ist ein Schiss. Scout. Läuft hier da einfach mal hin? Der, da ist nichts, Mann. Boah, wie soll ich denn was hören, wenn ihr die ganze Zeit redet? Oh. Du hörst nicht genau hin, Dean. Aber lauf ich mal mit dem Keylight dahin. Lauf ich mal mit dem Keylight dahin. Aber auf die Kamera rum drauf. Ja, scheiß drauf so. Wir kommen, gucken dann halt einfach, wenn das kommt, dann ist es halt. Okay, kannst du einmal ausmachen? Aus. Ja? Alter, ich hab mich so erschrocken. Da war gerade Licht, ne? Da waren gerade Licht da hinten. Da sind Leute. Kannst du einmal ausmachen? Da war auf einmal Licht im Hintergrund. Wollen wir mal scouten gehen? Komm, wir gehen prügeln. Ich bin da, um mich zu prügeln. Aber lassen wir die Sachen hier? Ja. Ja, oder? Mach ich mal Taschenlampe an, oder? Ja. Da gehen wir hin. Das Licht. Hallo? Wir wollen nichts Böses. Alles in Ordnung? Vielleicht war das ein Wildschwein mit Kopflampe. Wir stellen das Licht hier auf und lassen das an und gehen ein bisschen weiter. Nein. Ja, welcher Wichser holt da gerade einen Prank auf uns? Junge, ich weiß es auch nicht. Aber ich schwöre auf alles. Und Dominik kann es bezeugen, da war Licht und ihr habt es auch alle gesehen. Wir haben es alle gesehen. Hinter dir. Das ist. Mach du auch mal. Ach so, jetzt verstehe ich, was er sagt. Ja. Okay, das ist natürlich nicht mehr so geil in den 100. Ach was, die Hunde sind schwach und dumm. Was ist, wenn das ein Förster war oder so? Der dachte, du hast wirklich mit Bamer 4x5 mal. Wollen wir jetzt mit dem Licht auf die zulaufen? Bamer 4x5 mal. Ist das ein Typ oder ist das ein echter Hund? Das ist ein Hund. Hund. Das war ein echter Hund. Echt? Ja. Dann ist das vielleicht ein Förster. Komm, lass hin. Weil noch einmal. Ja, beide. Aber noch. Die haben übel Schiss. Hund, weil es passiert ja, nichts. Ich weiß ja nicht, was das für Leute sind. Wenn er sagt fast, dann kann er den dressieren, dann macht er Attack. Ja, außerdem bin ich live von Streamer, alle Beweise sind hier. Boom, im Internet. Ich würde gerne hingehen. Dann lass mit Stream hingehen. Okay, wir gehen mit Stream hin, ihr wartet hier, okay? Ihr müsst Stellung halten. Weil am Ende ist das hier eine Falle. So, Schaka, das Code von. Ist so. Aber ernsthaft, ne? Ohne Witz. Ja, also ja. Ernsthaftes Codewort. Die kommen. Also mindestens ein Hund und ein Mensch. Ich hoffe nur, die finden unsere Tasche nicht. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich nur die Füße filme, Leute. Wie geht's mir bei Gas? Lass mal gucken, ob wir jetzt gleich links können. Nee, geht nicht. Ja, guck doch mal. Digga, dann müssen wir da wieder hoch. Ja, ist doch egal. Die kommen jetzt. Hast du ihn gesehen? Ich dachte, aber ich glaube nicht. Nix Licht. Hab mir vorhin schon gedacht, dass einer leben könnte. Aber andererseits ist der Wald mitten in Berlin. Wir nennen uns jetzt den Camp. Und dann gucken wir, wie schleichabel der Weg rüber ist. Gar nicht. Wenn der nicht, dann sprinten wir einfach rüber. Und warten da auf Ruhe. Das macht die verrückt. Patrick, wir lösen jetzt noch nicht auf. Ja, okay.
Wie bitte? Die haben Rucksäcke. Echt? Die haben die Rucksäcke. Wirklich? Ja. Oh. Hallo? Alles klar? Einfach Flashlight anmachen und die mal auf die zukommen? Ja, jetzt aufhalten, aufhalten. Ja. Was ist hier los? Oh, 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 guck mal. Okay, zurück zum Lager, zurück zum Lager. Jetzt ist spannend, jetzt ist spannend, jetzt ist spannend. Jetzt ist spannend. Scheiße, ich komm so ein. Hallo? Was macht ihr? Wir chillen hier. Ihr habt meinen Hund vorhin erschrocken. Sorry, wollten wir nicht. Wir haben uns auch ein bisschen erschrocken. Hi. Was macht ihr hier? Nein. Ja, wir dachten, dass wir. Da haben sie frei. Zurück. Ich kann hier ein bisschen weiter dahin laufen. Was macht ihr in meinem Waldstück? Wie dein Waldstück? Ja, kann ja sein, dass es dein Waldstück ist. Das ist das Bürgerschafter Forstgebiet. Wir machen nichts kaputt, keine Sorge. Er macht dir einen Campingausflug? Nee, auch nicht. Wir machen kein Camping, aber wir chillen hier einfach ein bisschen. Nach. Haben sie so eine kleine Überdachung gebaut, aber die bauen wir natürlich wieder ab. Also, ihr bleibt kein Müll liegen. Nee, nein, wir haben nicht mal was mit eigentlich, was Müll machen kann. Nur ein bisschen Technik und drei Äpfel. Drei Äpfel, okay. Ja, mein Hund hat vorhin gebellt wie am Spieß und da dachte ich mir, was ist denn hier los? Ja, verständlich. Aber da liegen auch noch so zwei Rucksäcke und dann dachten wir halt, dass hier sich hier irgendwie einer... Das sind nicht eure? Hm? Nee, da liegen Rucksäcke, keine Ahnung. Ich glaube, die lagen wir waren ein paar Stunden lang ein bisschen rumwandern, sind wieder hingekommen und ich glaube, die Rucksäcke, die waren vorher nicht da. Nee. Also sind hier noch mehr, sind die auch nicht von euch? Nee, wir haben unser Zeug alles da drin und wir sind extra gerade hier ein bisschen rumgeguckt, weil wir dachten, dass hier Leute hinkommen und uns irgendwie abziehen wollen oder was weiß ich was. Und die liegen da noch rum, ja? Die liegen da noch, ja. Wir dachten, die gehören vielleicht zu euch. Deswegen haben wir geguckt, ob wer ihr seid oder was ihr macht oder so. Naja, klar. Wie lange wollt ihr hier bleiben? Bis morgen, bis die Sonne aufgeht, dann sind wir weg. So, wir schlafen auch nicht. 7 Uhr oder so. Okay. Mir wäre wichtig, kein Müll. Ja, das ist die Hauptsache. Nee, das ist uns klar. Ich wir sind auch keine Fans von Müll irgendwo liegen lassen. Alles klar. Eigentlich sind wir ganz nett. Okay, dann wünsche ich euch was, wa? Ja. Und kein Müll. Ciao. Ciao. Geil. Warte mal. Bist du nicht Ronny Werner? Aber komm, und ich dachte so, schwau, dass sie sich uns so anleuchten, damit wir die nicht sehen. Habt ihr uns gar nicht erkannt? Du hast gesprochen, oder? Du hast gesprochen, oder? Er hat gesprochen. Wie stark, Alter! Aber kein Müll, Jungs, ne? Kein Müll, bitte. Holy! Ich hab mich gebellt. Du warst so lecker! Alter, war das gerade ein Hund? Ja, Digga, ich hab halt eine tiefe Stimme, ne? Ronny, was sagst du? Strong Prank, man! Junge, vor allem dein hier mit der Stimme und so, das hätte ich nicht gedacht, Digga. Hier. Aber kein Müll, Jungs, kein ja? Müll. Kein Müll. Oh, die Würmer!